Ich hatte ja mehrmals hintereinander Glück und in diesem Video geht es um ein Gaming-Headset von JBL. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo ihr lieben Wissbegierigen. Ich habe jetzt in letzter Zeit beim Review-Club öfters Glück gehabt und habe natürlich nach meinem Ring auch noch dieses Gaming-Headset von JBL bekommen. Das packen wir jetzt aus in diesem Unboxing-Video. Ihr seht, das Buckel ist diesmal schon ziemlich zerdellt auf jeder Seite, weil es sehr groß ist. Und was da drin ist, ist dieses Headset. Und bevor ich es ausgepackt habe, ist das, was mir jetzt an diesem Headset besonders schon mal gefällt, dass die Verpackung so eine Art Wow-Effekt hat, dass gleich einem klar ist, ist es eher für Gaming gedacht. Hier drin steht, dass zum Beispiel hier ein 3D Surround Sound ist. Es ist, wie hier zu sehen, mit einem Mikrofon ausgestattet. Es ist wireless und läuft auf 2,4 GHz wireless. Das ist das JBL Quantum 350 Wireless. Soll geeignet sein, wenn man spielt am PC, an der PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch und sogar für Apple Mac. Man kann auch damit beim Discord Chat darüber mit anderen reden. So schaut es hier aus. Da haben wir hier auch drin zum Beispiel einen Millimeter Treiber mit legendären JBL Quantum Sound ist dabei. Verlust- und verzögerungsfreies 2,4 GHz. Es ist für Skype tauglich, für Discord, Teamspeak und es ist sogar USB-Dongle dabei. Die leichte, langlebige Konstruktion. Abnehmbares, sprachfokussiertes Mikrofon mit Stummschaltung. Ah, das kann man abnehmen auch noch. Kompatibel mit mehreren Plattformen. Und dieses JBL Quantum Sound ist Audio is available for Windows only. Naja, da schauen wir mal rein. Also jetzt machen wir uns das einmal auf. Ich habe schon mal vorher ein bisschen reingeschaut. Was uns da erwartet, ich muss das dann so machen, genau. Was uns da... Naja, ein bisschen fest schon raus. So, da haben wir dann das so, eher in der schlichten Verpackung und von hier auch schön eingepackt, dass keine Kratzer entstehen. Hier scheint das Mikro drin verpackt zu sein. Das machen wir dann nachher auf. Und hier haben wir dieses schöne Headset. Und es ist, wow, es fällt schon wirklich auf, das ist leicht. Wir schauen einen Moment. Noch mal ein anderes. Oh ja. Und Tatsache, recht. Es ist leichter als in meinem älteren. Und ich wollte es jetzt deswegen testen, weil ich bin auch auf der Suche nach einem qualitativeren Mikro, weil meins kann da irgendwie nicht so mithalten, ist ja auch, obwohl es eigentlich auch Gaming sein sollte. Okay, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wir haben hier schon mal eine glatte Oberfläche. Die Ohrmuscheln kann man wieder klappen. Hier oben ist so ein Polster und da könnt ihr das wieder auseinanderziehen und tarieren, wie ihr haben wollt. Und das ist dann hier. Dann haben wir hier die Anschlüsse. Da ist der Anschluss für dieses Mikro. Laut und leise. Und das ist, glaube ich, Mikro an, Mikro aus. Und da kann man es einschalten und ausschalten. Und man hört es, vielleicht hört ihr das. Und hier ist angegeben rechts und links. Dann ist auf der linken Seite ist dann das Mikro angebracht. Und hier haben wir das Mikro. Das ist also nur dieser Stecker. Hier schaut es so aus, so ein flexibles Mikro. Aber wirklich total flexibel. Und hier habt ihr das Mikro drin mit dem Schutzhalt drüber. Das lasse ich jetzt oben. Das probieren wir jetzt gleich aus. Einstecken. Hier unten ist dicker, hier oben ist flacher. Einstecken einfach hier. Und dann könnt ihr es hindrehen wollt ihr wollt. Also nicht bloß runterklappen und raufklappen, sondern das ist flexibel. Und sogar hier, das da ist flexibel. Okay, es macht einen Ton beim Ein- und Ausschalten. Dann gucken wir, das ist dieses USB-Kabel. Hier ist dieser Dongle. Und dann haben wir hier dieses USB-Kabel, wahrscheinlich zum Aufladen. Dann haben wir hier für eine Willkommenskarte von JBL. Und hier haben wir dieses, das ist wieder diese Garantiebedingung. Und da kann man das auch, das Produkt registrieren. Und hier haben wir dieses hübsche kleine Quick Start Guide. Da ist es jetzt nochmal erklärt.
Und dann wird hier euch das nochmal erklärt, die einzelnen Sachen, für was das alles ist. Ich habe Glück, dass ich so viel USB-Stecker noch frei habe. Dann werden wir uns jetzt das dann mal einstecken. Dann werden wir das jetzt gleich mal ausprobieren. Und hier steht drin, es dauert 2 Stunden, bis vollständig wieder aufgeladen ist. Und wenn es fully charged ist, ist es natürlich hier das weiße Licht, was ich euch gezeigt habe. Computer ist an. Dann schauen wir, ob das erkannt wird vom PC. Dann schalten wir uns das mal an. Ah ja, Gerät wird eingerichtet, weil mein OBS-Studio reagiert jetzt, wenn ich das Mikro einmache. Das muss ich natürlich einstellen, weil es jetzt noch auf mein anderes Mikro eingestellt ist. Ja, es macht dann immer hier einen Ton bei mir im Kopfhörer, wenn ich Tasten drücke, laut und leise, Mikro ein. Hallo ihr lieben Wissbegierigen, hier starte ich den Mikrofontest des Gaming-Headsets JBL Quantum 350 Wireless. Ihr hört jetzt meine Stimme von dem Mikrofon. Ich bin jetzt gespannt, ob sich das besser anhört als mein anderes mit meinen jetzigen Einstellungen. Und hier habe ich jetzt noch einen zweiten Test mit dem Mikrofon JBL Quantum 350. Bei meinem war nämlich ein Pop-Up-Schutz drauf und den habe ich jetzt runtergemacht. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen Unterschied, weil so einen Pop-Up-Schutz habe ich nämlich bei meinem anderen Gaming-Headset nämlich nicht. Und jetzt kommen wir zu meinem Logitech-Gaming-Headset. Wie hört sich das an im Vergleich? Hier sind wir jetzt bei meinem Logitech-Gaming-Headset. Ich habe jetzt die Einstellung beibehalten wie von dem JBL Quantum. Mein Audioausschlag ist hier höher, stelle ich fest. Da muss ich wahrscheinlich die Einstellung wieder ändern, wenn ich mit diesen spielen möchte. Und hier ist der Test und jetzt bin ich gespannt, was der Unterschied zwischen dem JBL und diesem vom Logitech ist, das Mikro. Ich habe mir jetzt das JBL schon mal angehört über die Kopfhörer vom Logitech. Hört sich gar nicht mal so schlecht an. Ich hoffe, ihr konntet jetzt einen Unterschied hören. Was ist besser? Mein vorangegangenes JBL oder das hier? So, Dele, ich habe das jetzt ein bisschen getestet, dieses Headset. Und ich habe jetzt davor natürlich diese Mikrofon-Tonaufnahme zwischen diesem JBL Quantum 350 und meinem Logitech G930 ausprobiert. Vom Ton her ist der Kopfhörer von JBL, finde ich, unschlagbar. Es kommt einem vor, als ob man mitten im Geschehen drin ist beim Gaming. Bei der PS4 habe ich es ausprobiert, geht ohne Probleme. Ihr müsstet das Audio dann so ändern, dass halt euer Kopfhörer für jeden Ton eingeschalten wird, nicht bloß zum Beispiel fürs Chat, das war bei mir zum Beispiel eingestellt. Echt auch exzellenter Ton. Was ich hier toll finde, dass man hier nur diesen kleinen Dongle braucht, in den USB-Slot reinstecken, egal ob es jetzt der PC ist oder PS4. Funktioniert sofort einwandfrei, das Headset wird erkannt. Und man kann sofort loslegen. Bei meinem Logitech ist es ein bisschen anders. Das kann ich euch jetzt gleich zeigen. Bei meinem Logitech schaut das jetzt zum Beispiel so aus. Riesenlanger USB-Stick auf der Verlängerung drauf. Den könnte man auch so reinstecken. Nur das Schöne ist, daran ist das Aufladekabel befestigt. Von meinem Headset ist ein bisschen Platzverschwendung, finde ich. Und hier langt einfach nur das und es funktioniert. Ich bin damit dann auch ins Wohnzimmer rübergegangen, vom Büro ins Wohnzimmer, wieder zurück. Einwandfrei, kein Tonabriss, gar nichts. Was für manche interessant ist, ist dieses abnehmbare Mikro. Das ist jetzt für mich weit weniger interessant. Bei mir ist es halt ein bisschen doof, weil ich kenne mich ja. Dann wird dieses Mikrofon irgendwo reingelegt, dann wird es rumgeschmissen. Es liegt irgendwo umeinander oder man findet es dann nicht mehr. Ist diese Lösung für mich persönlich jetzt nicht die beste, weil ich brauche dann eher so eines zum Klappen, wenn ich schon fürs Gaming eins habe. Ein kleines Problemchen habe ich bei diesem Test. Es ist hier drin, das wird leider nicht extra angezeigt. Es gibt von JBL eine Quantum Engine Software. Mit der könnt ihr nämlich hier die Mikrofoneinstellung, die Audioeinstellung, eben alles darüber über diese Software noch optimal einstellen. Konnte ich jetzt nicht testen, weil eben auf dieser Webseite eben bloß JBL Quantum, also die gängigsten, gerade aufgeführt sind, mit JBL Quantum 300 zum Beispiel, und 350 ist noch gar nicht aufgeführt. Also weiß ich auch nicht, funktioniert jetzt dieses 300er genauso fürs 350 oder nicht. Das muss ich nochmal testen. Auffällig ist eben hier, dass passend zu dem JBL die Logofarben Verwendung finden, nämlich hier schwarz und orange. Was ich sehr optimal finde, dieses Headset
hat eine Akkulaufleistung von 22 Stunden. Finde ich als Wireless super, weil bei meinem, das sind höchstens vielleicht einmal 8 Stunden und da muss es wieder aufladen und man kann es während des Gamings aufladen. Man muss nicht extra jetzt sein Spiel beenden, sondern man kann das weiterhin führen. Hier ist auch der Vorteil, man kann auch hier das schön biegen, ohne dass es kaputt geht. Und was ich auch echt ein Vorteil finde, ist, dass dieses Headset leicht ist gegenüber meinem anderen. Wirklich ein Unterschied merkbar. Noch ein Vorteil ist hier, wenn ich einschalte, ich brauche bloß den Knopf rauf machen, dann ist an und wieder runter aus. Und dann habe ich diesen Mikrofontest gemacht. Ich hoffe, ihr hört da einen kleinen Unterschied. Ich finde dieses Mikrofon etwas schlechter ist als mein anderes. Ich habe es auch ohne diesen Schutz probiert. Es ist irgendwie dumpf. Wobei, das ist ja natürlich jetzt Geschmackssache, welches ist jetzt besser. Wobei ich eben nicht sagen kann, ob ich das mit der Engine viel besser einstellen kann. Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt dieselben Einstellungen benutzt wie für mein altes Headset, wie das dieses. Und es ist mir aufgefallen in meinem Test, dass die Lautstärke hier schon sehr hoch ist beim Sprechen als bei dem. Also wie gesagt, bei jedem Gaming-Headset solltet ihr eure Einstellungen anpassen. Jedes Headset hat seine eigenen Vorteile. Ich finde es jetzt beim Gaming super, diesen Ton. Das Mikrofon für mich, ehrlich gesagt, nicht das Wahre. Das war jetzt mein Unboxing bzw. das Ausprobieren und kleines Fazit. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut wieder bei mir mal rein. Bis demnächst, eure Petra.